Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte des Projekts E-Procurement in der ÖBB. Wenn es Fragen gibt, dann können Sie gleich bitte fragen oder dann im Anschluss stehe ich gerne zu Fragen und Antworten zur Verfügung. Ich möchte der ÖBB nicht übermäßig jetzt breit vorstellen. Ich nehme an, jedem ist der ÖBB bekannt. Wichtig für das Projekt oder für das Verständnis des Projekts ist, dass der ÖBB nicht wirklich eine Firma ist mit einer zentralen Struktur, sondern eine Holding. Und gerade der Einkauf ist in Lead-Buyer-Gesellschaften aufgeteilt. Also Firmen, die hauptsächlich mit der Materie betraut sind, beschaffen auch diese Materie. Dort, wo ich bin, in der Holding und im Shared Service Center, dort werden Querschnittsmaterien beschafft. Beispielsweise IT-Ware und PC braucht dann jeder. Oder Druckerpapier, Dienstleistungen und Ähnliches. Wie war die Ausgangslage? Als ich im Jänner 2011 bei der ÖBB angefangen habe, habe ich eben den Auftrag bekommen, ich soll mich einmal über die Beschaffungsprozesse schlau machen und ich soll mir ein Bild verschaffen und versuchen, Vorschläge zu erarbeiten, was man verbessern kann und wo man starten soll. Das große Problem, das ich festgestellt habe, ist, dass am Anfang der Prozesskette, nämlich ganz vorne beim Anforderungsmanagement, verschiedenste Systeme da waren, beziehungsweise gar keine Systeme da waren, wenn man jetzt einmal Outlook nicht als unbedingt anforderungsrelevantes System durchgehen lassen möchte. Und ebenfalls ein sehr prägender Augenblick war, ich bin im vierten Stock und gehe runter im ersten Stock regelmäßig und dort in den Großraumbüro, es ist leider eines, gibt es zwei Drucker und bei einem steht auch eine Kaffeemaschine und immer wenn ich da runtergegangen bin zu den Kollegen und irgendwas besprechen wollte, ist mir aufgefallen, dass die richtige Traube von Mitarbeitern bei der Kaffeemaschine steht. Und nachdem ich selber auch gern Kaffee trinke, kurz und stark und schwarz, habe ich mir gedacht, na bumm, wenn das so weitergeht, dann habe ich in 6 Monaten einen Herzinfarkt, weil das werde ich nicht aushalten. Wochen später bin ich dann draufgekommen, dass die nicht bei der Kaffeemaschine stehen, sondern dass die alle beim Drucker angestellt stehen und darauf warten, dass sie ihre Papieren aus dem Drucker rauskriegen. Also habe ich ihnen leider Unrecht getan und habe das dann auch als Basis genommen, wie können wir etwas verbessern. Und da haben wir gesagt, am wichtigsten oder der größte Output zunächst einmal ist das Anforderungsmanagement vereinheitlichen und hier eine Basis schaffen, damit wir in Zukunft ganz anders arbeiten können, weil es wird bei uns ausgedruckt, ja, unterschrieben, eingescannt, weitergeleitet, wieder ausgedruckt, wieder unterschrieben, eingescannt, weitergeleitet und zwischen den Organisationseinheiten, also ein Aktenlauf, wie man so schön sagt, das gibt es oder hat es damals noch wirklich gegeben und der dauert Wochen. Also alleine die Durchlaufzeiten beim Postweg, die wir intern haben, dass wir von der Grillgasse im 11., was im 10. in die Holding kriegen, im Clemens-Holzmeister-Straße, da sind gleich mal 3-4 Wochen vergangen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn man dann im Unterschriftenlauf nochmals zurück muss, na, dann sind auf einmal gleich 2 Monate weg und dann hat man immer die Aussage, ja, der Einkauf, der braucht ja so lange. Das ist ein Wahnsinn, wie lange die brauchen. Soll das eine oder andere mal zutreffend sein? In Summe allerdings nicht. In Summe, glaube ich, arbeiten auch schon früher die Kollegen sehr effektiv. Aber mit solchen organisatorischen Abläufen ist es einfach so. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, einen elektronischen End-to-End-Prozess zu machen, wo wir auch die Durchlaufzeiten reduzieren können durch die elektronische Bearbeitung. Wichtig für uns war eine Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Die Compliance-Einhaltung gerade in den letzten Wochen, nehme ich an, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, so mit gewissen Ministerien, mit Ausschreibungen, mit Verfahren, wo man da vielleicht nicht immer 100% genau die Regeln oder die Wertgrenzen des Bundesvergabesgesetzes eingehalten hat. Also das war für uns wirklich ein Thema, dass man das sicher macht oder das System so sicher als möglich macht, damit hier keine Fehler oder Ungereimtheiten passieren können. Ja, und ebenfalls wichtig war die Einführung großfunktionaler Teams, dass wir wirklich den Einkäufer und die Technikabteilung, bei mir ist halt die Technikabteilung, zusammenschließen und hier gemeinsam arbeiten, gemeinsam auftreten und nicht, dass man sich als Gegenpart sieht und der eine muss probieren, den anderen auszubremsen oder der andere sagt, na, du hättest mit dazu nehmen müssen, jetzt erst recht nicht, sondern dass wir zeitgerecht viel früher als in der Vergangenheit gemeinsam anfangen, Beschaffungen zu bearbeiten. Wie haben wir das gemacht? Wir haben als Basis SAP, SAP MM natürlich im Einkauf, wir haben aber auch SAP SRM eingeführt für das Anforderungsmanagement und dann haben wir eine große Herausforderung gehabt, wie bringen wir es zustande, dass wir die Führungskräfte
1 oder Vorstände, Geschäftsführer dazu bringen, dass sie elektronisch mit unserem System arbeiten. Und dann haben wir uns sehr wohl eingestanden, also wir werden es nicht schaffen, dass sie in SRM sich einloggen, dass sie ins MM einloggen oder in anderen Systemen arbeiten. Ich sehe, einige arbeiten mit SAP, also ja, es ist da, es ist gut, es ist einfach für die Einkäufer ein Werkzeug, State of the Art, aber ein Geschäftsführer dann Vorstand dazu bringen, dass er dort, und wir haben dann noch eigene Systeme auch, dass er dort in 3 Systemen einsteigt mit 3 verschiedenen Passwörtern oder User, das war uns klar, dass das nicht funktionieren wird. Und da haben wir dann glücklicherweise die entsprechende Unterstützung bekommen und haben dann mit OpenText eine Lösung gebaut, damit sie gar nicht mehr einsteigen müssen, zumindest ins SAP oder in unsere Beschaffungssysteme. Das heißt, wir haben für den Einkäufer und für die Anforderer die Systeme de facto belassen, aber für alle Genehmiger, Signierer, Freigeber, das sind so unsere Begriffe, haben wir eine einzige Oberfläche geschaffen, nämlich durch OpenText, ECM oder ich sage heute, weil ich schon länger dabei bin, immer noch LiveLink. Und damit wir das gescheit verwenden können, durchgängig von der Anforderung bis zur Rechnung elektronisch alles zu haben, haben auch wir eine digitale qualifizierte Signatur eingeführt. Das ist rechts unten das Bild mit der Firma HPC Dual, die hat uns da sehr stark unterstützt. Das heißt, wir haben uns eine Signaturumgebung bei uns aufgebaut innerhalb der Firewall, damit keine Dokumente raus müssen und haben jetzt alles elektronisch, also jede Freigabe, jede Genehmigung und auch die Unterschriften auf den Verträgen, auf den Bestellungen, auf den Rahmenverträgen. Vier-Augen-Prinzip natürlich, wir haben auch eine Handysignatur als Alternative zur Kartensignatur. Ich kann meine Karte verlieren, ich kann ein Gerät nutzen, zum Beispiel ein iPad, wo ich einfach keine Cartrider anstecken kann oder mit einer Signaturkarte einfach nicht sehr weit komme. Also haben wir die Alternative der Handysignatur und können somit über einen VPN-Zugang die Dokumente zentral, die einmal alle nur abgelegt werden, egal ob sie im Anforderungsstatus, im Beschaffungsstatus oder beim Zuschlag sind, auf OpenText abgelegt sind, also im LiveLink. Ja, das Projekt selbst, wir haben im Jänner begonnen und haben am 12. September letzten Jahres den Rollout in 2 Teilgesellschaften durchgeführt. Das war das Shared Service Center und die technischen Services, also 2 wirklich unterschiedliche Organisationseinheiten. Wir haben davor allerdings ein gutes Dreivierteljahr eine Projektvorlaufzeit, wo wir viele Erfahrungen gesammelt haben, wo wir uns die Gruppen, die Teilnehmer auch abgeholt haben. Denn das große Thema bei dem Projekt ist nicht die Technik, sondern das sind die Mitarbeiter, das ist die Organisation, das ist der Wille zur Veränderung, das ist einfach auch die Furcht vor einer Veränderung und das abzufedern, das war eigentlich die Hauptaufgabe im Projekt bei uns und nicht unbedingt die technische Umsetzung, daher jeder wird es vielleicht ein bisschen anders sehen, aber im Endeffekt hat die Technikgruppe ihre Anforderungen immer perfekt oder sehr am Rande der Perfektion, was sie in dem Projekt sagen, hinbekommen. Und dort, wo wir die Stolpersteine hatten, es war immer bei den Menschen, es war immer bei der Organisation, es war immer bei den Abläufen. Nichtsdestotrotz waren wir so schnell, dass wir am 12. September mit den Gesellschaften live gegangen sind, somit eigentlich de facto unser Projektziel, was wir Anfang des Jahres kommuniziert hatten, schon erreicht hatten. Da war noch etwas Zeit vom Jahr über war, haben wir gleich versucht, die kleinste Gesellschaft mitzunehmen, das war dann die Holding. Ja, und mit der Holding haben wir dann, muss ich sagen, fast mehr Probleme gehabt als mit den beiden größeren Gesellschaften, weil in der Holding sehr viele Sonderthemen behandelt werden und wir hier nicht einfach einen Techniker gehabt und gesagt, ich bin froh, wenn ich das kriege, sondern hier waren sehr viele Eigeninteressen drin, hier war sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass so ein Prozess notwendig ist, da die Holding sehr stark vom Rechnungswesen unterstützt wurde und das natürlich nicht in unserem Interesse gewesen ist, hier mit Rechnungswesen die Beschaffungen durchzuführen. Ja, was haben wir wirklich gemacht? Bei der Anforderung anlegen und genehmigen. Also das ist das einzige System, wo man wirklich einsteigt, nämlich ins SAP SRM. Nachdem SAP wahrscheinlich bekannt ist, werde ich hier nicht jetzt über die Vorteile oder auch die bekannten Nachteile von SRM im Standard sprechen. Wir haben es geschafft, dass wir hier elektronisch genehmigen. Wenn die Anforderung der Warenkorb erledigt ist, dann geht er automatisch als Bestellanforderung ins SAP MM hinüber. Dort haben wir dann noch eigene Systeme für die Ausschreibungen, für öffentliche Verfahren und die können dann natürlich freigegeben werden. Und im dritten Schritt kommt dann die qualifizierte digitale Signatur zur Anwendung, die dann das Verfahren de facto abschließt oder dann auch die Stillhaltefristen abwarten und erst dann die Bestellung natürlich übermitteln.
gehört SAM. Wir haben die Möglichkeit, Angaben zum Lieferanten, zum Produkt oder zur Genehmigung durchzuführen. Wir können oder wir geben den Mitarbeitern fix vor die Mindestanzahl der Genehmiger, weil wir nach langer Überlegung der Meinung oder zur Überzeugung gekommen sind, wir können das nicht den Anforderer aufhalsen, bei 5, 6 großen Teilgesellschaften die einzelnen Genehmigungshöhen, die jeweiligen Verantwortlichen und so zu kennen. Und damit würden wir wieder nicht compliance-konform unterwegs sein. Darum schreiben wir die zunächst im Projekt strikt vor. Und wir haben im Einkauf zentral eine Gruppe, die für den Support zur Verfügung steht und die Änderungen in diesen Genehmigungsworkflows aufnimmt. Und dadurch entlasten wir die Mitarbeiter. Wenn der Mitarbeiter jetzt für einen Buchungskreis, für eine Warengruppe mit einer gewissen Höhe eine Anforderung anlegt, dann kommt automatisch der Genehmigungsweg heraus, den er unbedingt einhalten muss. Und es ist nicht möglich, bei unserem System auch nur einen herauszunehmen und durch jemanden anderen zu ersetzen. Was sehr wohl möglich ist, wenn jetzt der Geschäftsführervorstand dabei ist und der möchte zusätzliche Genehmigungen haben, Bestätigungen haben, dazugeben ist immer möglich, nur wegnehmen nicht. Das ist jetzt unsere große Lösung. Und die große Lösung schaut so aus, dass wir uns wirklich überlegt haben, wir wollen es so simpel wie nur möglich machen. Darum ist nicht viel Schnickschnack drauf. Es gibt eine Ampel. Grün ist genehmigen, freigeben oder signieren. Das heißt, es passt. Orange ist, ich bin mir nicht sicher, ich brauche noch Unterstützung, ich muss es noch jemandem weiterleiten. Rot ist nein, ich möchte das nicht haben. Das ist definitiv falsch. Das wird abgelehnt. Wir haben ein Informationsfeld und egal wie, in welchem Status die Beschaffung ist. Jeder, der etwas genehmigen muss, der kriegt immer diese Maske und kann mit dieser Maske alle Schritte im Verfahren sehen. Er sieht alle Dokumente, er sieht alle E-Mails, er sieht alles, was je dazu abgelegt worden ist. Er sieht, wann hat wer wie lange gebraucht, bis er das unterschrieben hat oder ihm abgelehnt hat oder weitergeleitet hat. Am Ende, wenn dann alle auf den Knopf gedrückt haben und gesagt haben, signieren, entsteht im SAP ein Bestelldokument, ein Rahmenvertrag, wie auch immer. Und hier haben wir dann ein bekanntes Auswahlfeld, eben Handysignatur oder Signaturkarte. Und man sieht hier rechts unten die 2 Signaturen, die dann am Ende des Dokuments aufgebracht werden. Das wird im Lifelink ECM abgelegt und revisionssicher, hoffentlich auf ewig verwaltet und aufgehoben. Wir können auch Änderungsdrucke durchführen, wo dann nur die geänderten Informationen zur Vorlage gebracht werden und sind daran, ja, das jetzt durchgängig in alle Gesellschaften einzuführen. So, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Backspace, ja. Genau, Backspace und es funktioniert. Im Moment stehen wir im Projekt so weit, dass wir am 22. Mai am 22. April die Produktionsgesellschaft auf das System raufheben, Mai, Juni unsere IT-Firma und hoffentlich mit Ende des Sommers die gesamte PV, also den Personenverkehr, und parallel zum Aufsetzen mit dem Personenverkehr werden wir mit der Infrastruktur starten. Dann haben wir die größten Kunden am System drauf. Einzel- oder Sonderfall im Konkreten ist die RCA, die sehr viel mit Transportdienstleistern zu tun hat, wo wir eine Sonderlösung anpassen werden müssen. Aber wir gehen ziemlich fix davon aus, dass wir mit Ende ersten Quartals nächsten Jahres die gesamten Teilgesellschaften der ÖBB auf einen einheitlichen Beschaffungsprozess, der durchgängig elektronisch ist, umgestellt haben werden. Ja, und jetzt übergebe ich an den Herrn Eder, der Ihnen die technischen Details erklären wird. Und dann stehen wir natürlich beide noch Rede und Antwort für Fragen. Ja, mein Name ist Gerhard Eder von der Firma SBB Handels GmbH. Wir sind seit über 10 Jahren Partner der Firma OpenText, ein namhafter ECM-Anbieter am Markt. Und wir haben gemeinsam mit ÖBB ein recht spannendes Projekt im Feld E-Procurement umgesetzt. Als wir mit dem Herrn Bruckner begonnen haben zu diskutieren, was soll es denn sein und was ist denn die geforderte Funktionalität, gab es ein paar Rahmenbedingungen, die unbedingt einzuhalten waren. Die erste und allerwichtigste, alle Entscheider verwenden eine einheitliche, einfache Oberfläche. Das ist das, was Sie vorher in den Screenshots gesehen haben. Das heißt, genau die Information zu liefern, die notwendig ist, um eine Freigabe, um eine Signatur durchzuführen, aber nicht sozusagen den vollen
Umfang der Fachapplikation nochmal abzubilden und darzustellen. Auf der anderen Seite gibt es Spezialisten, die arbeiten im Einkauf, die kennen SAP, die arbeiten mit der SAP GUI, sind mit diesen Tools vertraut und sollen das auch weiterhin nutzen. Und das war sozusagen die erste Herausforderung, nämlich wir brauchen ein System, das aus beiden Welten erreichbar ist, aus der Fachanwendung, aus der Fachapplikation, wo die Spezialisten arbeiten, aber auch auf der anderen Seite aus einer einfachen Weboberfläche, um Genehmigungen, Signaturen durchzuführen. Das Zweite ist, wir konnten natürlich nicht auf der grünen Wiese beginnen. Also klarerweise hatte die ÖBB schon vor E-Procurement SAP. ÖBB hatte auch schon vor E-Procurement Livelink als Dokumentenmanagementsystem im Einsatz. Und es ging also nicht klassischerweise um die Durchführung eines weiteren ECM-Projekts, sondern wir wollten einen konkreten Prozess unterstützen. Das war eben der Einkaufsprozess und wir haben von Beginn an festgelegt, dass die Geschäftsprozesse weiterhin im SAP bzw. im SAM abgebildet werden. Das heißt, wir wollten auch aus Zeitgründen keine weitere Anwendung, die den Geschäftsprozess steuert, sondern wir haben gesagt, wir arbeiten mit den Tools, mit den Technologien, die wir bereits kennen, wo es bereits Mitarbeiter gibt, die das betreuen und auch betreiben. Der wichtigste Punkt, alle Dokumente werden zentral abgelegt. Sie können sich vorstellen, bei einer sehr großen Anzahl von Einkaufsakten gibt es dann immer wieder mal Rückfragen. Wie ist denn dieses Vergabeverfahren gelaufen und wo sind alle Unterlagen dazu? Das war bisher ein riesengroßes Papierarchiv, wo man dann ordnerweise die Unterlagen ausgehoben hat. Es war klar, alle Dokumente, die zu einem Beschaffungsverfahren gehören, müssen in diesem Einkaufsakt drinnen sein. Das ist dann die eigene Vergabeplattform, die dafür gedacht ist, um Ausschreibungen abzuwickeln. Das ist natürlich von der Anforderungen aus dem Warenkorb, wo Dokumente dabei sein können, wie Aufsichtsratsbeschlüsse, bis zur Bestellung, die letztendlich dann signiert an den Lieferanten geschickt wird. Umfangreiche Recherchemöglichkeiten. Natürlich will das Management einfache Möglichkeiten haben, um laufende Fragen zu beantworten, auch wenn sie das vielleicht nicht selbst tun, sondern Assistenten oder deren Mitarbeiter. Aber die Frage, welche Verfahren sind denn gelaufen, was war der Inhalt dieser Verfahren? Und da liefert das DMS natürlich als Standardfunktionalität eine Volltextsuche über alle Inhalte. Aus rechtlicher Sicht relevant war natürlich die elektronische Signatur. Das heißt, wenn wir Bestellungen verschicken, die nicht mehr mit Hand abgezeichnet werden sollen, dann müssen wir elektronisch signieren und zwar mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Und die Benutzeroberfläche für Entscheider musste natürlich mobile Devices unterstützen. Wir haben es vorher gehört, Vorstände, Geschäftsführer sind sehr viel unterwegs, nutzen Devices wie das iPad und müssen auch mit dem dann signieren können. Da man dort keine Signaturkarte einstecken kann, ist eben die Händesignatur ein sehr probates Mittel. Wie sieht das Ganze technisch aus? Wir haben in grün dargestellt die Komponenten des SAP-SAM-Systems. Das heißt, wir können einerseits einen freien Warenkorb definieren. Wir haben aber im SAM auch Zugriff auf den Katalog, auf den Produktkatalog, wo sämtliche Rahmenverträge enthalten sind. Unter Einhaltung der Ingerenzen werden diese Dokumente, diese Warenkörbe dann im SAM genehmigt und weitergegeben an das SAP-System. Handelt es sich um einen Abruf, kann dann dort die Bestellung gemacht werden, sind die Wertgrenzen entsprechend, dann wird eine Ausschreibung durchgeführt und diese Ausschreibung erfolgt in einer Eigenentwicklung der ÖBB, die auch schon vorher bestanden hat und die integriert werden musste. Am Ende wird dann im ERP der Vertrag oder die Bestellung erstellt. Es erfolgt die digitale Signatur und letztendlich durch das SAP-System der Bestellversand des elektronischen Dokuments. Wie ist nun der Ablauf? Es gibt eigentlich zwei Arten von Datenflüssen, die wir betrachten mussten. Das erste sind die Dokumente. Da beginnt es eben im SAM oder im ERP und die Dokumente wurden bisher schon klassisch über Archive-Link im Archivserver abgelegt. Das heißt, diese Dinge gab es schon. Was dazugekommen ist, dass wir eine Weboberfläche brauchen, das ist im Open-Text-Umfeld der Content-Server, der uns dann eine einheitliche Oberfläche zur Verfügung stellt. Weiters gab es die Eigenentwicklung M2C, das ist die Vergabeplattform, die angebunden werden musste. Via Webservices legt diese Anwendung nun alle ausschreibungsrelevanten Unterlagen direkt auch in den Content-Server hinein.
Das heißt, wir kommen dem Ziel näher. Alle Dokumente, die zum Verfahren gehören, werden zentral gespeichert. Auf der anderen Seite gibt es dann die Genehmigungswege, das heißt die Freigaben und Signaturen. Wir haben gesagt, wir wollen die Entscheider nicht dazu zwingen, ins SAP-System einzusteigen. Das heißt, über eine XML-Kommunikation werden Workflow-Zuweisungen durch ein eigenes Service wiederum im Content-Server erstellt. Das heißt, dort läuft alles zusammen. Auf der einen Seite die Dokumente, die im Hintergrund angeliefert werden, und auf der anderen Seite die Prozessunterstützung in Form der Freigabe, Genehmigung und Signatur. Bei der Signatur dann die Kommunikation mit dem Signaturservice, wo die Signaturen aufgebracht werden. Das heißt, was wurde am Ende erreicht? Einerseits die Ablage, das heißt, alle Dokumente werden unveränderlich zentral abgelegt. Im Hintergrund kommt unter Anführungszeichen revisionssicherer Speicher zum Einsatz. Das heißt, diese Dokumente sind auch technisch unveränderlich. Natürlich bietet das DMS Basisfunktionalitäten wie eine Protokollierung des Zugriffs, eine Protokollierung aller Änderungen am Dokument, und das Berechtigungssystem gewährleistet natürlich, dass nur die entsprechend berechtigten Personen auch auf diese Einkaufsakte zugreifen dürfen. Auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Auf der anderen Seite die Recherchemöglichkeiten über eine Volltextsuche und über die Metadaten. Das heißt, ich kann sowohl sagen, ich suche Vergabeverfahren zu einem bestimmten Kundenlieferanten, wie auch eben durch den Inhalt des Textes. Alle Dokumente stehen im jeweiligen Client zur Verfügung, das heißt, die Leute bleiben in ihren Fachanwendungen. Das kann jetzt für die Einkäufer die Subway sein, das kann aber genauso gut Microsoft Office sein, wenn es darum geht, aus Outlook heraus E-Mail-Nachrichten zum Vergabeverfahren abzulegen. Das kann genauso gut Word sein, um Verträge, Dokumente zu bearbeiten. Und ein wesentlicher Punkt, ich habe vorher schon erwähnt, die DMS-Plattform war bereits vorhanden. Das heißt, auch hier wollten wir natürlich Synergien für die Zukunft nutzen. Es gibt in der ÖBB schon eine Vertragsdatenbank. Natürlich, wenn wir jetzt schon alle Vergabeverfahren in dieses System einspeisen, dann liegt natürlich nichts näher, als diese Informationen in weiterer Folge miteinander zu verknüpfen. Im Einkauf wird es dann eine eigene Lösung geben, die jetzt geplant ist, wo alle einkaufsrelevanten Verträge dann auch in diesem System verwaltet werden. Das heißt, ich erspare mir an dieser Stelle dann wieder die Datenneuerfassung und habe ein zentrales Repository, wo alle wesentlichen Informationen vorliegen. Ja, das war die Technik dazu. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir stehen jetzt für Fragen sehr gerne zur Verfügung und dann natürlich draußen am Stand. Dankeschön.